Gut, ich darf euch begrüßen vor oder hoffentlich schon während der Mittagspause zu meinem Vortrag. Mein Name ist Helmut Schmidt. Thema für heute habe ich mir vorgenommen, der TUX Wutzlar 2023. Mit meinem Wissen, worum es gehen wird in den nächsten, sage ich mal, 15 Minuten, 20 Minuten in etwa, eine kurze Agenda. Ich werde mal kurz vorstellen, wer ich bin. Einige kennen mich wahrscheinlich schon, weil ich da regelmäßig bei der Veranstaltung bin. Und auch das Exklusiv Graz, wo diese Idee umgesetzt werden soll. Den Überblick kurz, wer es Exklusiv noch nicht kennt in Graz, was die Location ist, wie man da auf eine Wutzler-Idee kommt. Dann der TUX Wutzlar selber, was wir uns darunter vorstellen, ein Brainstorming Richtung Open Source Hardware Software, was kann man da machen und sich vorstellen, ein Fazit und danach noch Fragen, Feedback. Zu meiner Person einmal, also Helmut Schmidt, habe an der FH studiert Informationsmanagement, also so eine Mixtur aus allem, wo man denkt, was macht Technik, Wirtschaft zusammen, hat recht auch noch. Bin dann selbstständig geworden, mittlerweile als EPU, mit Open Source auch, bin da auch bei der OSEX, das ist von der WKO eine ehrenamtliche Gruppierung für Open Source, der Bundessprecher und der Landessprecher, bin da auch mit einem kleinen Roller vertreten oben beim Aufgang. Und habe mittlerweile, seit ich glaube 2017, begonnen auch als Lichttechniker zu arbeiten, weil dieses Jugendzentrum am Bahnhof oben in Graz, also exklusiv, das bietet immer Workshops an für Licht und für Tontechnik. Da kommen immer viele Leute hin, die meisten bleiben beim Tonpicken, weil die kommen aus den Proberäumen, da ist maximal ein Lichtschalter. Ich habe festgestellt, Licht interessiert mich mehr, weil beim Ton bin ich schnell zufrieden. Und mittlerweile bin ich auch beim PPC auch schon tätig in der Lichttechnik, also alles, was so Konzerte, Disco-Sachen sind, die live zu machen sind, sprich, du hast keine Vorgaben, musst dich auf die Musik einlassen, das kannst du live belichten, mache ich da. Und auch kleine Veranstaltungen mittlerweile auch schon. Wack Music hat eben da Stormbreak, Frankfest und alles andere. Aufgrund der Stimme wurde ich auch immer gefragt, hört man dich irgendwo? Kann ich nur sagen, ja. Und zwar beim Radiosender Helsinki, da habe ich zwei Sendungen. Eine ist Sonorvox, also aufgrund der Stimme naheliegend. Der Bono von U2 ist Bonovox, ich bin der Sonore, sprich der Sonorvox. Und da geht es halt auch eher so um Rock, Metal und solche Geschichten. Und Gerüchteküche ist eine Kabarett-Sendung, kann ich auch empfehlen, mache ich mit einer Freundin zusammen. Da haben wir nächste Woche dann eben den Zusammenfassung vom Kleinkunstvogel im Theatercafé. Ansonsten noch Stadionsprecher, darf ich teilweise statt Simon Bichler sein beim UBSC Basketball und Musik einspielen. Und weil ich so breit aufgestellt bin, mache ich noch Seniorenberatung bei der Stadtbücherei. Also wie man sieht, von allen etwas. Und ich bin quasi der Berufsenkel dann für die älteren Herrschaften, die ihnen die Technik erklären, davon ein bisschen Open Source immer reinbringt. Also aus dem Motto, geht einmal ein LibreOffice, geht einmal ein Firefox, also langsam infiltrieren die Windows-Welt. Ja, man muss so arbeiten, Guerillataktik. Das Exklusiv Graz, für alle, die es noch nicht kennen, ist um am Bahnhof gelegen, Bahnhofgürtel, neben diesem Studentenwohnheim, also gegenüber schräg von der Post, ist ein Jugend- und Kulturzentrum, links steht EDA. Das heißt, sie machen Jugendarbeit und auch Veranstaltungen und Workshops. Haben da, wie man sieht, in der neu bemalten Umgebung eben ein Hauptgebäude. Da gibt es ein Büro drinnen, eine Bar, Proberäume, ein Studio und auch eine große Veranstaltungshalle. Da kommen auch durchaus internationale Acts hin, vor allem jetzt wieder nach Corona. Und die haben ungefähr eine Größe von 220 Quadratmeter und eine große Bühne. So, und das ist mal der Überblick für die Location, das heißt ungefähr wie beim Asterix-Heftel. Es ist da alles belegt von natürlich einer Bar, einer Halle und von Bühnen. Und irgendwo gibt es da auch Wutzler drinnen. Also wie man es kennt vom Asterix mit der Lupe, was ist da noch versteckt in irgendeiner dunklen Ecke? Wie man sieht, zwei Tische, die man sich so von immer, sagen wir mal so Bartmessens kennt, stellt man sich hin mit anderen Gleichgesinnten und versucht halt so in alter Manier gegenseitig das Bällchen irgendwo reinzuwinken. Frage ist dahinter, hat von euch jemand schon eine neuere Version davon gesehen, außer in blau und rot gehalten und mit diesen Schiebern? Eher nicht, also ich auch nicht. Und das ist auch immer dort, wo ich es sehr spannend finde, also wenn es keine Konzerte sind, dann hat man ein bisschen Licht worden, da sieht man was. Wenn dann die Konzerte stattfinden, ist ja immer alles schummrig, weil die meisten Gruppen, die hinkommen, sind eher die bösen Jungs, da kommt der Satan persönlich, der mag kein Licht und die Vampire mögen es auch nicht. Also aus dem Grund ist er immer abgedunkelt und dann denkt man sich schon, dass das spannend Wutzlar spielen, also eher so auf Geräuschpegel und ich sehe dich nicht, aber ich höre, wenn du hineintriffst. Aus dem Grunde war mal dann die Idee, okay, das könnte man vielleicht anders gestalten. So, jetzt kommen wir zu dem ganzen Projekt TUX Wutzlar und 2023. Wie kann man so etwas sehr Analoges in ein neues Zeitalter hieven? Idee dahinter war auch von mir, und zwar nämlich bei der OSEG, wo ich dabei bin, gab es einmal vor Corona ein Sommerfest von der ISPA. Das ist so die Vereinigung der Internet Service Providers in Österreich. Und die hatten nicht nur den einfachen Wutzler dort, die hatten so einen Doppelwutzler, wo auf jeder Seite Feelers gestanden sind.
Das war sehr interessant, weil das Spielfeld auch doppelt so groß war, man anders spielen musste und interessanterweise auch hat die OSEC als Team dann dort gewonnen. Das ist schon mal ein Pluspunkt, also oben so ein Sieg auf alle Längen, das haben wir dort auch demonstriert. Und dann habe ich gesehen, auch bei diversen Messeständen, also wenn Firmen so versuchen, irgendwie Leute zum Stand zu locken, na, da kann man halt Material auflegen oder was zum Blinken bringen oder Spiele anbieten. Und die hatten auch zum Teil dann so einen Tisch stehen dort. Ich glaube, da war das einzige Automatisierte dann, dass sie versucht haben, den Zähler vielleicht dort so irgendwie mit Schieber zu machen, mit Plus und Minus, also eher in den frühen Anfängen. Und dann eben die User beim Explosiv. So, also Ausgangslage ist ja alles sehr analog. Das heißt, wie wir gesehen haben, wie auch jeder von euch kennt, die Zähler muss man selber hin und her schieben. Im besten Fall, wenn die Leute schon mehr Bier getrunken haben, da wischen sie den richtigen und nur einfach und nicht zwei- oder dreifach gleich, wenn man jetzt gut schaut, also soll auch vorkommen. Dann der Einwurf selber, also das kennt auch jeder, je nachdem, wer es gerade die Einwurfseite hat und den Ball dann einwirft, macht manchmal ein bisschen einen Drall drauf oder sonst irgendein Spielchen, wo man sagt, naja, ganz fair, neutral ist es meistens nicht. Der Jubel ist halt auch, sage ich mal so, wenn du jetzt gerade ein Tor geschossen hast und noch den Jubel genießen möchtest, wir kennen das vom realen Fußball, da laufen alle zur Cornervorne hin, machen komische Tänze, die Fans applaudieren. Der Gegner wirft meistens dann schnell wieder den Ball ein, wenn er halt auf der Seite steht mit der Balleinwurf, also er unterdrückt den Jubel eher. Und die Zuseher haben ein beschränktes Erlebnis, weil wenn jetzt einmal vier Leute um den Tisch stehen, bleiben auch die beiden anderen Seiten frei. Da haben auch noch so ungefähr drei, vier Leute Platz, die dann die Köpfe zusammenstecken und da rechts hinten kann man vermuten, aufgrund der Geräuschlage, wer gerade in Führung ist oder was sich da abspielt. Und Wettbewerbe genau das Gleiche, also eben Zuschauer beschränkt und halt eher dann nur Weitergehen des Ergebnisses. Also Potenzial, wie gesagt, gegeben, Digitalisierung und am besten in der Überlegung mit Open Source und Open Hardware. Also Hardware und Software. So, Umsetzung ist vom Zeitplan her, haben wir uns gedacht einmal, das wollen wir gerne im Sommer umsetzen. Warum? Erstens mal, wir brauchen einen funktionierenden Prototypen, den wir dann entsprechend ausbauen können, also Basic Features als Advanced Features. Und zweitens eben die Herausforderungen derzeit, Verfügbarkeit von Hardware. Also, wer es wahrscheinlich selber kennen, alle, die so im Bastelfieber begriffen sind, seit der Corona-Krise und Lieferketten und so weiter, ist das Bekommen von Raspberry und Konsorten eher so eine Glückssache. Also Lieferzeiten stehen irgendwo und alle Leute, die einen haben, haben den bei diversen Projekten eingebaut und geben den jetzt nicht so gerne her für andere Spielereien. Also wir hoffen, das Ganze tut sich bis dahin entsprechend bessern. Ziel ist, wie gesagt, das Ganze, dass wir das fertig haben im Herbst 23 und für Events dann auch schon vorbereiten. Jetzt zu der ganzen Sache mit dem Brainstorming. Also ich habe vorher schon gesagt, wie kann man das digitalisieren? Fangen wir mal an mit dem Zähler. Das heißt, wie ich gesagt habe, einige Firmen hatten schon statt dem Schieber hin und her, dort halt Plus und Minus und eine Anzeige. Jetzt denkt man sich so, naja, was könnte man da machen? Man könnte mal Lichtschranken machen und so am besten dort, wo der Ball wirklich abgeht. Also falls er wirklich zurückfliegt ins Spielfeld, dort noch nicht. Also Lichtschranke bietet dort dann, wo der Ball wirklich hinuntergeht in den Sammelbehälter, dann könnte man schon mal zählen anfangen mit einer entsprechenden Anzeige automatisch. Also Visualisierung auf Displays oder gleich auf Monitoren mit entsprechender Grafik, was auch immer man sich da vorstellt. Kommen wir gleich zum zweiten Punkt dahinter, der Einwurf. Haben wir auch schon gehört, naja. Wenn der Gegner gerade am Balleinwurf beteiligt ist, wird der Torjubel kurz gehalten sein. Möchte man vielleicht vermeiden, das heißt für beide Seiten gleich fair. Also wenn es jemand ein Tor geschossen hat, sollte einmal die Freigabezeit limitiert sein. Das heißt, der das Tor bekommen hat, muss sich die nächste, sage ich mal, halbe Minute abwarten, wie sich halt der Gegner darüber freut, dass er Tor geschossen hat zum Beispiel. Das kann natürlich jetzt vom Gegner verkürzt, also von dem das Durchschuss verkürzt werden. Das heißt, wenn der so die Begleiter am Flow drinnen, braucht das nicht. Ich würde weiterspielen, kann der das abbrechen, aber der es durchgekriegt hat, nicht. Ja, der muss es aushalten. Und da wäre auch die Idee dafür eine Mechanik für einen neutralen Einwurf. Das heißt, bevor es jemand mit dem Finger das hinaufgibt und dann entsprechend dreht, könnte man das entsprechend mit kleinen Motoren also neutralisieren quasi, wo man sagt, das geht immer gleich. Da kommen wir auch gleich zu der Jubelidee dahinter. Also wir wissen, wann da eben die Herrschaften stehen und das Ganze eng beieinander steht, ja, beschränkt. Jetzt ist es meistens auch sehr finster. Also die Idee dahinter, mit LEDs kann man schon sehr viel machen, gerade die auch farbig sind. Also könnte man sagen, ich kombiniere das Ganze, Zähler. Wenn Lichtschranke erkennt, dass Tor ist, kommt gleich einmal dann optisch eine Art Jubel, am besten halt in der Farbe, der gerade das Tor geschossen hat, also blau oder rot. Wobei wir bis heute fragen, warum die Maschkal immer blau und rot sein müssen, aber das ist eine andere Frage. Natürlich auch dann die Effekte dahinter, weil die LEDs können entsprechend auch blinken und alles Mögliche machen. Das kann man sich dann vorher aussuchen. Von der akustischen Meldung ist es auch so gedacht, naja, wenn ich jetzt das optisch schon zum Jubeln bringe, könnte ich mir auch entsprechend einen akustischen Torjubel überlegen.
Kennt man auch schon. Also man könnte sich jetzt überlegen, will ich es aus Standardtönen wählen, ähnlich wie beim Handy. Oder möchte ich das vorher vielleicht live einsprechen? Also man kennt auch schon die meisten Fans, so die haben auch verschiedene Fanchöre bei normalem Fußball, könnte man hier dann auch machen, damit sich wirklich der Jubel auszahlt. Also das Ganze einen wirklichen Wettbewerbcharakter bekommt. Jetzt kommen wir zu dem Punkt von den Zusehern. Haben wir vorher schon gehört, naja, die natürlich spielen, die sehen das Spielfeld. Die jetzt nicht spielen, die haben halt nur an beiden Seiten beschränkte Möglichkeiten, beizuwohnen. Wenn man jetzt weiterdenkt und sagt, na, es gibt ja wohl für diese ganzen Minicomputer auch diese ganzen kleinen Kameras, die man positionieren kann, da würde ich dagegen sprechen, ich mache auf jeder Seite mal eine Kamera hin und habe dann gleich mal eine Sicht und kann das auf entsprechende Monitore, die eh schon dort hängen, projizieren. Das heißt, die Leute können gemütlich beim Bier stehen und sagen, aha, wie schaust du da gerade aus und wie geht das Ganze? Und man könnte das Ganze streamen natürlich auch. Das heißt, wenn ich jetzt einen Bewerb mache und sage, gut, waren jetzt ja tolle Leute auch dort und sonst, die können auch von der Hammer auch lustig zuschauen. Und natürlich wiederum, wenn ein Tor gefallen ist und das Ganze ja abgestoppt wird, bis zu einer halben Minute, wie wir gehört haben, könnte ich in der Zwischenzeit auch eine Zeitlupe einspielen. Das heißt einmal, ich könnte mir genau anschauen, was eigentlich passiert ist. Weil ganz ehrlich, ich bin jetzt kein Experte in dem Spiel und eher Botschaft. Aber da gibt's Leute, die ich kenne, da schaust du einmal hin, dann ist der Ball drin und du fragst dich, was hat er gemacht. Da wäre es zum Teil sehr interessant, einmal zu sehen, was tut der eigentlich, also mal für dich selber vorzubereiten und zweitens einmal natürlich wieder für den, der das Tor geschossen hat, den Jubel zu genießen für sein wunderschönes Tor, das er gemacht hat. Also seine Wiederholung hätten wir da auch und man hätte mal eine Zusammenfassung vom Spiel auch. Also im Fall, wenn man das automatisiert, könnte ich ja dann am Ende vom Spiel sagen, die besten Szenen, wie man es halt auch kennt, von diversen Fußballspielen, das könnte man dort auch zusammenschneiden. Da sind wir auch schon in diesem Wettbewerbsmodus drinnen. Das heißt, bei Wettbewerben ist immer so der Turniermodus, wo dann die Frage ist, wie viele Leute nehmen daran teil, wie ist das Spiel ausgegangen, wie ist die Auslösung, Mannschaftslogin, Tabellenstand, alles Mögliche. Das heißt, wenn man mal in die Richtung weiterdenkt, gibt es ja viel Potenzial dahinter. Und das war für mich eben die Erkenntnis, wo ich geschaut habe, eben, die spielen alle noch sehr analog und mit Zettel vielleicht und sonst irgendwas, aber so richtig automatisiert hat es noch keiner. Also da ist oftmals viel Potenzial vorhanden. Und genauso das Gleiche hier auch Richtung Administration und User-Interface. Also man kann natürlich vieles machen, was stationär auf dem Gerät ist. Andererseits haben wir uns gedacht, naja, wenn jetzt schon Leute eben meistens ein Handy mit haben, wäre halt vielleicht eine Login-Seite interessant, eine Handy-App interessant, wo man entsprechend auch dann Korrekturen machen kann, Erweiterungen machen kann, eigene Logos, wenn Leute öfter spielen, Vernetzungen machen kann, Events draus machen kann. Das war so mal das kurze Brainstorming, was wir in die Richtung gemacht haben. Ich habe mir gedacht, ich präsentiere es einmal heute, damit ich auch dann von euch noch weitere Ideen höre und schon mal Werbung mache für das Sommerbarcamp, wo man das Ganze dann mit Bier, Pizza und guter Musik einmal so in Realität umsetzt. Das heißt, vom Fazit momentan, das Brainstorming ist weiter in Progress und das Barcamp gibt es dann eben im Sommer exklusiv. Die Präsentation haben wir uns dann vorgestellt für den Herbst und gerne auch natürlich bei den nächsten Linux-Tagen dann live vor Ort, dass wir dann das Ding mitbringen in einer kleinen tragbaren Variante, weil das, was dort ist, ist halt sehr schwer. Deswegen ist auch das Barcamp dort geplant, weil die haben noch diese ganz massiven Tischfußer, die kann man jetzt vielleicht mitbringen. Aber ich habe schon gehört, es gibt da kleine tragbare, die können wir auch da hier aufstellen. Ja, das ist immer so in aller Kürze das, was ich zu dem ganzen Thema zu sagen habe. Jetzt meine Frage an euch, wie gefällt euch das Thema? Was habt ihr für Ideen? Wollt ihr zum Barcamp kommen? Ich sehe einige Grinser schon im Auditorium. Bitte. Nur generell Anmerkung. Wir haben in der Firma eine sehr ausgeprägte Puzzlekultur und da haben wir so einen eigenen Markdown Beitrag geschrieben, der war wahrscheinlich 3000 Wörter lang mit allen Regeln und so. Da würden zum Beispiel auch wahrscheinlich 50% der Tore würden sich beten der Regeln, also da kann ich nur mit Lichtschranken rein. Aber ich würde bei den Parken. Okay, also ich darf nochmal die Frage wiederholen. Es ging eigentlich darum, dass in der Firma schon da eine sehr offenbar hochgediegene Kultur des Ballsportes auf dem Mustertisch existiert, was ja normale Laie, wie ich natürlich dann immer sehr, sehr faszinierend findet und das kann man natürlich dann in die Regeln einfließen lassen. Also eben wie es um Lichtschranke, wenn da eben besteht, diese Regelung untersagt das, könnte man ja sagen, nach welchem Modus spielen wir und sagen, okay, tun wir vorher noch was überlegen, wie wir das abfangen können, das vielleicht schon automatisch erkannt wird, weil ich bin halt ein Fan davon, welche Regeln für Menschen gelten für Maschinen wahrscheinlich auch. Kann man sich da was überlegen, wie das Gerät automatisch auch erkennt, ob es jetzt ein reguläres Tor ist oder kein reguläres Tor ist? Was wäre da zum Beispiel ein Beispiel? Also wenn du sagst, ob ein Tor nicht gilt, was wäre da so ein Beispiel, wenn ein Tor nicht gilt?
Mittelspieler. Das heißt, man müsste auch schon feststellen mit einer anderen Lichtschranke, von welcher Ecke der Ball kommt. Und wenn er sagt, okay, er durchschreitet die Mittelschranke, dann ist es keins. Und wenn er vorher ist und eine fliegt, dann ist es okay. Also man könnte auch wieder so mit mehreren Lichtschranken überlegen, was wäre eine Möglichkeit, dass ich sage, okay, das Gerät erkennt automatisch, ob es eine richtige Position geschafft hat oder überhaupt von welcher Reihe es gekommen ist. Weitere Inputs, gerne. Ich kann mir das mal durchgehen, da gibt es Regeln, man darf nicht mehr als zwei andere Spielereien überheben. Also wenn man es schafft, den Ball zu heben, dann müsste man oben an Sensoren, wenn man anbieten, um das zu verifizieren, ja, dass der Ball übergeben will. Okay. Und ansonsten gibt es eine Regel, wenn man Spieler abbricht, dann war jetzt kein Gegner zu einbauen. Wie man das einbauen könnte, okay, also wiederum, es geht wieder um das weitere Regelwerk. Offenbar gibt es da etwas, wenn man die Spieler überheben möchte, wiederum quasi das Spielfeld in verschiedene Ebenen unterteilen, damit man erkennt, wo war der Ball, wo ist er hingespielt worden und was wurde daraus gemacht. Und deswegen sage ich immer so, das, was ja für Menschen gilt, ist ja auch die Herausforderung, hier zu sagen, wie kann man das in einen entsprechenden Programmcode umsetzen und entsprechend eben sagen, Lichtschranke ist eine Möglichkeit, hätten wir noch eine andere Möglichkeit. Aber da ist einfach nur die Idee dahinter, bevor man eben dann menschlich, vielleicht mit gestiegenem Bierkonsum umeinander streitet, war es ein Tor oder war das kein Tor, sage ich mal, naja, wenn das Gerät es neutral erkennt, ich weiß schon, es gibt viele Dinge, über die man dann diskutieren kann, klarerweise, aber das wäre schon mal interessant. Also ich sehe schon, das sind einige Experten, also ich spiele das ja eher auf dem Motto, ich bin schon froh, wenn ich ein Tor schieße, egal wie ich es mache, aber. Weitere Inputs, bitte, gerne. Genau, also Frage war eben, wie könnte man das Ganze hier auch visualisieren für die Menge, weil eben um den Tisch herum ist immer eng und man sieht da schlecht, vor allem die kleineren Personen, also jeder mal meistens leicht, ich bin größer, aber Personen unter meiner Größe tun sie meistens schwerer. Und deshalb war da die Idee, man könnte ja dann eben sagen, Variante 1, was hat alles eine Handykamera schon dabei, sprich ein Handy, klar. Oder eben, ich erkenne von diversen Projekten mit Raspberries und so, die haben so kleine Kameramodule, die könnte man auch dort platzieren. Und das ist die einfache Frage halt, okay, wie mache ich das? Auf jeder Hälfte eine oder mache ich es in den Ecken oder wie will ich das tun quasi? Und natürlich wiederum, wenn es automatisiert ablaufen soll, was sind meine Triggerpunkte? Also wann kann ich eben dann eine Zusammenschneidung, eine Wiederholung machen? Höchstwahrscheinlich, wenn ein Tor war oder eben wenn es kein Tor war, weil dann wäre auch die Frage, okay, Tor wird aberkannt, wieder kurze Wiederholung, weil. Also die Diskussionen werden interessant werden, das sehe ich schon. Ja. Ich sage, wenn Sie haben, die Möglichkeit, man könnte es ja auch einige der Lichtschranken ersetzen durch eine Bilderkennung gleich, durch ein Mustererkennung. Mal dann so einen Schätzen-Namen, ob es irgendwie schneller ist. Man könnte einige von den Lichtschranken zumindest vielleicht weglassen und von alles, was man von oben kriegt, dann wird das Kamerabild aus. Ja, danke, interessanter Input. Also, das war ja auch so tief. Okay, ich darf den Input gleich wieder aufnehmen. Und zwar die Idee war hier, dass man statt dem Lichtschranken zum Beispiel mit optischer Erkennung arbeitet. Wiederum die Frage, wie schnell das Ganze geht und wie genau das geht. Wie gut das ausgeleuchtet sein muss, Kontrast, alles Mögliche. Also danke für den Input. Das ist auch der Sinn dahinter, dass man mehrere Sachen einmal hineinnimmt. Und deswegen auch die Idee, welche Basics sollte das Projekt einmal am Anfang erfüllen und was ist die nächste Ausbaustufe, bis ich da quasi die Profi-Levels auch noch erreiche. In der Customization, weil ich weiß immer so, es hängt auch davon ab, habe ich auch schon mitbekommen, wer aus welcher Liga kommt, aus welchem Bundesland kommt, da gibt es immer ganz komische Diskussionen dann, auf welchen Regeln gespielt wird. Das wäre dann auch zum Customizer nach dem Motto, wir starten jetzt ein Spiel und spielen nach dem Modus. Das wäre interessant, also von dem her. Ja, weitere Ideen schon jetzt für das Brainstorming oder... Ja, aber nee, ein ziemliches Problem. Man könnte ja eventuell, also wie die Männchen oder aufgebaut sein innen, eventuell über die erkennen, ob der Ball jetzt getroffen wurde oder auch zum Beispiel dann in der weiteren Folge die Schussgeschwindigkeiten, Impulskräfte oder sowas, für Statistiken oder so interessante Themen für Zuschauer. Und, okay, ich darf auch wieder für die Menge wiederholen. Es ist ja der Input, dass man hier noch mehr erweitert in Richtung eben,
also wie soll man sagen, Sensibilisierung der Spielfiguren, dass man dort dann auch quasi Sensoren einbauen könnte, um dort zu erkennen, wer schießt das Ganze, mit welcher Geschwindigkeit, welcher Position. Gebe da nur zu bedenken, ich weiß jetzt nicht, wie die Experten das sehen, wenn man da anfängt, eine Spielfigur zu manipulieren, ob das dann noch regelkonform ist. Weil bei mir ist die Einstellung die, alles, was wir am Spielfeld machen oder außerhalb, ist neutral. Sobald ich anfange, halt bei den Spielfiguren Masse verändern, sonst irgendwas, könnte einer der Experten schon wieder sagen, das ist nicht original, Gewicht, sonst irgendwas, und das beeinflusst meine Drehgeschwindigkeit, Winkel, keine Ahnung. Also da gibt es immer dann die Leute, die dann immer sagen, wenn sie das Racket anders spielen, das ist dann auch nicht mehr original. Aber danke für den Input, nehme ich gerne auf. Das heißt, wenn wir solche Erweiterungen auch für die Spielfiguren hätten, wäre das auch eine Erweiterung. Generell nur der Input auch von meiner Seite, warum mir das überhaupt in den Kopf gekommen ist. Ich weiß ja immer nur, auch weil ich ja bei der Wissenschaftskammer auch dabei bin, dass es einen sehr großen Fachkräftemangel gibt. Und man versucht da immer mit allen möglichen, sage ich mal, eher herkömmlichen Methoden Leute anzuwerben. Also ich habe oben auch bei mir auf diesem Stand halt viele Folder liegen und so weiter, wo du denkst, na, das wird die Jungen sicherlich ansprechen, gratuliere. Andererseits, wenn ich so ein Projekt vielleicht mache und sage, okay, warte mal, da kannst du spielerisch überlegen, wie du automatisiert Sachen vereinfachen kannst, visualisieren kannst, zählen kannst. Kleiner Hinweis, es gibt viele Firmen, die machen das in groß täglich und zahlen gutes Geld dafür. Also das wäre vielleicht eine andere Art sowieso, dass man auch künftig Firmen sagt, du ganz ehrlich, ist ja schön, wenn ihr das in eurer Freizeit wie auch immer macht, aber wenn ihr irgendwo einen Messestand habt und Leute wirklich auf euch aufmerksam machen wollt, könnt ihr das gerne auch verwenden. Das ist auch die Idee von Open Source, ganz ehrlich, man kann das gerne mal anstarten, das Wissen weitergeben und alle, die interessiert sind, können es auch gerne in der Firma weiterverwenden oder anderweitig. Das soll erwachsen im Ganzen. Also ich bin jetzt nicht der nächste Bill Gates, der alles geheim halten möchte und die Hand drauf hält, sondern sagt, na, der steht da jedem offen. Ich freue mich ja auch, wenn andere Leute andere Ideen haben und auch mit Open Source Hardware und Software arbeiten. Und wir es damit vielleicht schaffen, dass wir sagen, du, Technik ist eh spannend und viele Sachen, wie du siehst, ja, vom Jubel angefangen bis irgendwas, kannst du ja cool umsetzen. Deswegen die Idee auch hier bei dem Jugendzentrum, weil da sind ja oft auch Jugendliche dort. Und ich bin jetzt auch nicht mehr so der Jugendliche, ich bin ja der Berufsjugendliche in meinem Alter. Also ich muss noch einmal sagen, ich sage noch mal, damit ich dort sein darf. Ja, also wenn es noch weitere Inputs von eurer Seite gibt, ich meine, wie gesagt, Barcamp kommt im Sommer, bitte auf die Seite schauen. Ihr könnt es auch gerne, da ist der Link auch dabei bei der Open Source Gruppe, den Newsletter aktivieren, da werden wir es dann dort auch rechtzeitig ankündigen. Und wenn es sein müsste, mache ich gerne noch ein zweites Barcamp dort, damit das Geld von der WKU gut angelegt ist. Weil wir dort nicht den Fachkräftemangel beheben, das ist auch wichtig. Ja, und nachdem ich auch heute, wie gesagt, noch ungefähr bis um 2, 3 da bin, also oben beim anderen, also Infostand oben im ersten Stock, da ist ein Stand von der OSEC, da stehe ich und ja, wenn ihr noch Fragen habt und so weiter, können wir uns auch gerne dort noch weiter unterhalten. Und dann bin ich ab 4 wieder beim Explosiv, da mache ich wieder eine Lichtshow für ganz böse Bands. Also wer im Augenblick nichts vorhat, da ist der Finsterreigen, da kommt der Teufel persönlich und die Vampire, glaube ich, auch. Gut, das wäre es von meiner Seite. Wünsche noch einen schönen Tag und Mahlzeit.